Grüß Gott, unser lieber Freund aus Deutschland und Einwohner aus Magdeburg. Heute haben wir wieder eine Möglichkeit, euch bei uns wieder als Gast empfangen. Als wir im vergangenen Jahr im Juni bei euch waren, haben wir wunderschöne Stunden bei euch erlebt. Das werden wir nicht vergessen, noch heute sprechen wir davon. Jetzt versuchen wir das zurückzugeben. Wir hoffen, dass wir schöne Stunden miteinander verbringen können. Ich wünsche uns alle schöne Zeit. Herzlich willkommen bei uns in Magdeburg. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, barátainkat. Vagy hosszabban mondjuk? Tehát mindenkinek kedves barátunkat, különös tekintettel Arjú Attilát, aki most van először Mária-halmon, és hát a tisztségében sok sikert kívánunk a következő évekre, és remélem. Recht herzlich begrüße ich unsere liebe Freunde hier in Mariahalom, besonders Herr Alvin Ott, der in sein Amt jetzt neuer Ortsvorsteher ist in Steinhirben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Reméljük, hogy az utazás nem fárasztotta le őket annyira, hogy ez alatt a három nap alatt jól érezzék magukat itt nálunk. De kell a... dass die Reise nicht sehr anstrengend war und ich hoffe, dass sie die drei Tage mit uns überbringen können. Reméljük, hogy azoknak, akik nem voltak itt még Mária-halmon, sok olyan élmény és barátsággal találkoznak itt Mária-halmon, ami visszahozza őket a későbbi években is. Wir hoffen, dass die noch nicht in Mária-halom waren, sich sehr wohlfühlen werden und Freundschaft schlossen werden. Und sie noch zurückkommen nach Mária-halom. Ugye azért itt megkérdezik, hogy ne hosszasabb beszélek, tehát most nem is szeretném nagyon szaporítani a szót. Remélem, hogy tényleg nagyon jól fogják itt érezni magukat Mária-halmon, és tényleg olyan élményekkel fognak távozni tőlünk, ami maradandó, és ami a barátságunkat tovább erősíti. Ich habe den Bürgermeister gebeten, der soll nicht viel reden. Und er hat gesagt, also er wünscht uns alle eine schöne Zeit und er hofft, dass die unsere Freundschaft noch tiefer entschlossen wird in der Zukunft auch. A vacsorához jó étvágyat kívánok, és akkor majd későbbiekben akkor folytatjuk a beszélgetést, és reméljük, hogy sok olyan információt tudunk megosztani egymással, fontos mindannyiunk számára. Zum Abendessen wünsche ich für alle guten Appetit und später reden wir dann weiter. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für das super gute Essen. Wir haben schon einen Knopf. Sehr geehrter Herr Burgmeister Kallmann, liebe Edith, liebe Frau Glinder, liebe Frau Eichhardt und liebe Frau Kiss, liebe Bürgerinnen und Bürger von Mariahalom. Wir freuen uns herzlich, dass wir nach längerer Zeit als Gäste wieder hier in Mariahalom sein dürfen. Ist der Vorgang, ist der
Erika és minden Mária polgár. Nagyon örülök, hogy újra Mária halmon. Und von unserem Weltbürgermeister soll ich euch viele herzliche Grüße ausrichten. Er wird auch bald, sobald wir wieder hierher kommen, mit wieder am Programm leisten. Az új polgármester úrtól is szíves üdvözletet hoz, és ha még egyszer lejönnek ide Mária-Halomra, akkor ő is szeretne velük jönni. Ebenfalls freuen wir uns auf viele neue Eindrücke und viele lustige und gesellige Stunden hier im schönen Ungarn, hier in Mariahall. Megköszönni ezt a sok kellemes órát, meg ezt a vidám hangulatot, amit itt megtapasztalt, meg amit eltöltött Mária-Halmon. Was mir jetzt persönlich sehr am Herzen liegt, wäre, dass wir unsere Jugend, unsere beiden Dörfer wieder näher, dass die sich wieder näher kommen und sich wieder besser kennenlernen. Amit én nagyon a szívemen viselek, azt szeretném, hogyha a fiatalság, a fiatalokat össze tudnánk úgy hozni, hogy szorosabb barátságot tudjanak egymással kötni. Ich hoffe, dass wir jetzt in diesen Tagen ein paar Gespräche, in den Gesprächen doch vielleicht einen Termin finden, wo wir mit den Jugendlichen, sei es in Steinhöben oder in Mariahallom, was unternehmen können. Én remélem, hogy ezekben a napokban lesz meg lehetőségünk arra, hogy ezzel kapcsolatban megbeszélni dolgokat, és hogyan tudnánk a fiatalokat kölcsönösen összehozni újra. Ich meine, die Personen müssen hier anfragen, die wo gerade Kinder haben, zum Beispiel einer Kanuko, die ist jetzt in die Heißgescheide, wo man anfangen kann. Und das sind halt vielleicht Ideen. Én azt beszéltem vele, hogy olyanokkal kellene kapcsolatot teremteni, akiknek van kisgyerekük, illetve ismeri a gyerekeket, mint az E6, amikor benne van most ezekben a dolgokban, és akkor lehet valamit összehozni a gyerekek között. Jó, und nun wünsche ich uns allen ein erholsames und unterhaltsames Wochenende. És akkor mindjártnak kellemes és sikeres névvégét kívánok. Köszönöm.
Also ich muss näher herholen. Du hast ja noch zu sagen, schnell. Here in Budapest.
Összeget, amit nekünk adtak a 2013-ban, a
ezt mire fordítottuk. Bevor wir die Geschichte dieses Hauses uns erzählen, sehr möchte er sich sehr bedanken für diese Spende, was Sie 2013 für diesen Haus gegeben haben. Und aus dieser Spende wurde dieser Ofen da hinten gebaut. Dankeschön. Ja. Oh. Vielen Dank. Da kannst du jetzt fast nicht mehr lesen. Das ist einfach vom Brust. Ist es nicht zu früh und nicht zu spät? Nicht zu spät, ja. Okay. Nicht gut. Zu früh und nicht zu spät. Nicht zu spät, ja. Okay. Da ist jetzt der Hotel von Fremdenmann gekauft, ja. Das wurde ein Fremdenmann gekauft, so ist kein Mario. Und das stimmt noch, muss man sagen. Ich muss mal gleich lesen, das ist eine Thank you.
Thank you.
muss ich doch Blatt einen Hochelbeer weg haben. Und ihr Erwachsenen, was ist nur los? Alles bei euch ist zu hoch und zu groß. Hol ich von den Schreiblingen von der Hände, braucht ihr sogar einen Stuhl dazu. Ich brenne, ja, so geht es weiter. Hol ich mir eine Bücherleiter. Und ihr Erwachsenen, was ist nur los? Alles bei euch ist zu hoch und zu groß. Doch kommt ein Gewitter wie Donner und Blitzen, dann kann nur ich in der Bücher beschwitzen. Dieses Fenster, das finde ich rein, dort bin ich sicher, Gott sei Dank bin ich klein. Ja, ihr Erwachsenen, das schaut ihr bloß, dafür seid ihr jetzt hoch und zu groß. Thank you.
Sie kommt aus Nord, und durch
Karine. Ja, danke. Guten Tag, meine Damen und mein Herr. Ich bin Felix Zauberkünstler. Ein Problem, Entschuldigung, ich sehr wenig spreche Deutsch, aber sehr gut Zauberer. Erste Deutschgrammatik. Zwei Tuch, gut. Oben in der Weiß, unten und Schwarz. Ja, gut. Na, du, verstehe. Ja, verstehe, verstehe. Unten und Schwarz, oben und Weiß. Warum? Ich mache eine Zauberei. Alles Publikum muss lernen. Versteht? Ein Papier und ein Zündholz, kleine Feier. Danke. 20.000 Forint. Meine Frau sagt, okay, mein. Und so weiter und so weiter. Na, das ist kein Geld. Kein Problem. Ungarische Zauberapparat, Handmarkt, alles Holz. Das ist gut. Bitte, kleine Hilfe. Madame, kommen Sie. Komm. Bitte. Thank you.
Thank you.
ist bereit? Dankeschön, auf Wiedersehen in Deutschland. Ich glaube, da hat er noch Erik, kann ich mich auch nicht.